Ja, ich darf euch nochmal recht herzlich begrüßen. Hier ist nochmal der Herr Wilfried Analog mit einem kleinen Funktionstest, nämlich mit der Signalschaltung, dass sie sich automatisch auf Rot schaltet. Wir geben nun mal das Signal für den Zug, dass er abfahren kann. Okay, und er kann los. Ja, und ihr habt gesehen, dass das Signal automatisch auf Rot geschaltet hat und somit das Gleis, in dem der Zug sich befindet, gesperrt ist. Ja, hier habe ich wie gewünscht mal einen Blick auf die Schaltung für den, den es interessiert. Man sieht hier den Eingangsteil. Hier werden ja die Signale, das Signal grün und Signal rot abgelötet. Bei mir konnte ich hier mit 12 Volt und hier mit 0 Volt am Signal grün mich anschalten, das von der Anlage kommt, damit das Signalrelais anzieht. Und hier ist der Kontakt des Signalrelais. In Ruhe lädt er einen Kondensator auf, 47 Mikrofarad. Und wenn das S-Relais anzieht, dann entlädt sich der Kondensator hier über den Transistor und lässt das Z-Relais anziehen. Und das Z-Relais, das schaltet dann um auf grün. Hier wird das Signal angeschaltet. Schaltet das Signal auf grün und nach einer gewissen Zeit auf rot. Die Zeiten kann man hier am Kondensator ändern. Entweder kann man durch Parallelschalten von Kondensatoren die Zeit verlängern oder wenn man 22 oder 33 Mikrofarad Kondensatoren nimmt, eben auch verkürzen. Soweit ein kleiner Blick auf die Schaltung. Ich bin froh, dass das geklappt hat, weil ich ja in vorhandene Schaltungen eingreifen musste. Ich musste ja auch das Interface entsprechend anpassen, aber es klappt. Schönen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit dem Hobby. Bleibt gesund, der Wilfried Analog.